Hallo und willkommen zurück zu Marvel's Was ist zum Doc? Spider-Man. Parker, ich wollte Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Mir schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte. Das klingt gar nicht gut. Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Ja, willkommen zurück. Nochmal zu Marvel's Spider-Man. Oder soll ich sagen, Ghost Rider Man. So, wir machen die Hauptstory weiter. Okay. Aber heute nicht. Das ist die Bowery. Aber wo ist Dr. Michaels? Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Jetzt müssen wir aufpassen. Vielen Dank, Dr. Michaels. Das darf jetzt nicht an den falschen Händen geraten hier. Was zur Hölle ist das? Ja, wenn man vom Teufel spricht. Paket sicher. Oha. Komm an Bord, Doktor. Da sollte es eigentlich nicht hinkommen. Jetzt müssen wir natürlich hinterher. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Autsch. Oh Gott, da wird immer mehr hier. Plötzlich mit Raketen! Sorry, aber bei Operation Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei. So, die hätten wir mal. Die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole. Was zum... Oh, nö. Autsch. Ja.
Go! No, 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 no. Und wieder drauf. Autsch. Hey, aufhören! Sie verloren. Neu erfassen. Der Retter naht. Er wird kommen und alle Sünder vernichten. Alles klar. Und tschüss. Sorry. Lee, geben Sie's her. Na, komm mal. Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du nie erwischt? Ich arbeite dran! Ja, das nehme ich. Oh, nicht gut. Was machen Sie mit mir? Ich gebe dir eine neue Perspektive. Nicht gut, nicht gut. Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Muss ich hin? War ich jetzt zu weit? Hä? Ah. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Nö. Danke, ich verzichte! Ja! So oder so, du wirst zu mir kommen! Oh. All die verlorenen Seelen, die Unschuldigen, die du nicht retten konntest! Martin, ihr Blut klebt an ihren Händen! Du kannst Osborn aufhalten, du bist stark genug! Den Willen gebe ich dir. Autsch. Was ist jetzt kaputt? Hallo, 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 hallo. In den Gassen und du hast nichts getan. Ich kann nichts allein. Was ist schon ein Leben? Tauschen wir ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Du verteidigst Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt. Zeig mir deine wahre Kraft. Auf die Knie. Ich reiße dir die Maske vom Gesicht und stelle dich los. Die Schatten sind meine Diener und ich hebe ihnen die Kraft. Modell. Die Maske. Ich muss die Maske zerstören. Was? Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin. Autsch. Ich breche dich und zerstöre dein Gehirn. Autsch. Unmöglich!
Sie können zurück ins Licht kommen! Nein! Doch. Ja. Boom. Und weg ist er. Und er hat Teufelsatem. Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sie sind ein gefragter Mann. Du auch noch. Wo ist das Serum? Weg. Didi Skoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich zwei davon? Stopp! Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Sieht schon ein bisschen gruselig aus hier. Und das Spidey. So, Kollisionskurs abgeschlossen. Yuri, sag mir bitte, dass du weißt, wo Lee ist. Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze Limo, super. Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Limo auf einem Parkplatz näher Canal und Hudson gefunden. Du bist echt gut, Yuri. Bin unterwegs. Spider-Man. Hallo? Funktioniert das? Dr. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Zirkelfunkgerät geborgt. Also, den Teufelsatem würde man an wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber Lies Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Spider-Man, du bist der Einzige, der das Richtige tun will. Bitte, schütze die Stadt vor unseren Fehlern. Ja, müssen wir machen, ne? Gut. Ich würde aber sagen, da er zu Ende gesprochen hat, machen wir weiter mit der Story in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.